Okay. Use the force. Ja, wunderbar. Okay. Wir haben also die Fähigkeit und uns den Knöchel gebrochen. Ja. Dass wir Kniescheiben durch. Kniescheiben sag ich schon. Wir haben auf jeden Fall die Fähigkeit erhalten, dass wir Verteidigung durchbrechen können. Und zwei neue Ziele. Denn die Templer wollen sich eine perfekte Armee züchten. Sag mir, wo soll ich denn hin? Akkon oder Damaskus? Damaskus, klingt doch gut. Alles klar. Klingt nämlich fast wie hier Domestos WC Blitz. Und was wir auch haben und verteidigen müssen, was wir jetzt eben erfahren haben, ist der Eden-Splitter, der im Prinzip eigentlich für alle Wunder aus der Bibel verantwortlich ist. Sowohl für Wasser in Wein verwandeln, auf dem Wasser laufen, Tote erwecken, das Meer teilen, die Plagen herbeiholen und so weiter. Also das, was ich jeden Morgen mache. Genau. Und dann stehst du auf. Genau. Aber das Lustige ist, Roberto Sabel und seine Mannen, die fürchten sich vor einem Mann im weißen Umhang, ja? Warum wechselt Alter Jeder nicht einfach mal die Klamotten? Dann kommt er mal im roten Umhang. Da fällt mir ja gerade ein, kennst du den Anime Trigun? Nee. Da ist halt auch so die Rede davon, der Mann im roten Umhang mit den Pistolen kommt und er soll einem Riesen gleich alles wieder niederwalzen, ne? Und dann, spielt eigentlich eine Art postapokalyptische Western, eigentlich ist es Cyberpunk, ja, heißt dieses Genre. Und die machen Jagd auf Vash the Stampede, so heißt der Typ, der da gesucht wird. Aber er selbst ist eigentlich vertrottelt, ja. Und die Kopfgeliege, die dann kommt, da ist dann auch einer, der hat einen roten Umhang und der andere, der ist ein Riese. Und dann fangen die an, sich gegenseitig zu erschießen und dann hieß es, Vash the Stampede schlägt wieder zu. So ein bisschen wie Lysop, weißt du, bei One Piece. Ja. Also, wir gehen zu Domestos WC. Stellen Sie im Kampf die verborgene Klinge, um einen am Boden liegenden Gegner schnell auszuschalten. Beugt Chaosfall vor. Ach nee, jetzt war was anderes. Ja. Ja, genau. SFC geht in die Drogerie, steht vor dem Supermarkt und wundert sich, warum er nicht dünner wird. Ja, nee. Wäre doch Drogerie, genau, vom Regal und wundert sich, warum er nicht dünner wird. Weißt du warum? Hm? Er trinkt nämlich immer die Flasche von Persil auf Ex, weil da unten steht, auch gegen hartnäckiges Fett. Und mit diesen geistreichen Worten, ein gute Wie, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Assassin's Creed 1 oder Ass Creed. Das Credo des Arschs. Weil wir zu Gast, sie kennen alle aus Funkfilmen und Fernsehen und er sieht im Radio dünner aus, als er normalerweise ist. DJ SFC, ganz genau. DJ Spandau aus SFC Hausen oder so. Komm, jetzt wieder runter, sprich. Genau. Das hättest du wohl gern. Oh! Alter, jetzt können die Weiber umrennen. Die haben alle eine Vase weggeschmissen dadurch. Ich versuche jetzt einfach mal was aus der jüngsten Dollerei mit dem Pferd in die Stadt zu reiten. Das geht, glaube ich, nicht. Guck mal, das Pferd ist gegen die unsichtbare Wand geprallt. Vor allen Dingen, wie das Pferd einfach mal alle umrennt, ohne dass ihm was passiert. Ja! Ohne dass ich die berührt habe, haben die Vasen fallen gelassen. Damaskus ist ja jetzt mittlerweile die Erbsenstadt. So, ich bin ja eben erstmal mit ein bisschen. Guck mal, ich sehe das jetzt erst, Alter, ihr sitzt da drin und scheißt einfach. Ihr seid sich einen ab. Wie hättest du gesagt bei God of War? Thank you.
Held von Damaskus. Tretet ein, verweilt und berichtet mir von euren Abenteuern. Ich fürchte, dazu fehlt mir die Zeit. Ah ja. Seid ihr nun zu wichtig für mich? Das ist es nicht. Nein, nein, natürlich nicht. Wie kann ich euch dienen? Al-Mualem befahl mir, das Leben eines gewissen Jubair zu beenden. Ah, Salah al-Dins führender Gelehrter. Eine wunderliche Wahl, wenn ihr mich fragt. Aber wer bin ich, um des Meisters Willen anzuzweifeln? Er wird seine Gründe haben. Dann kennt ihr also den Mann? Er war jüngst sehr beschäftigt. Er organisiert die Gelehrten und schickt sie raus, um zu predigen. Und was predigen sie? Licht und Feuer, Läuterung der Sünde, apokalyptischer Unfug, wenn ihr mich fragt. All das Geschwätz von Wegen und einer neuen Welt. Was für eine neue Welt? Weiß nicht. Ich achte nicht auf das Gewäsch von Geisteskranken. Dafür habe ich viel zu viel zu tun. Nun gut. Ich mische mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Wo schlagt ihr vor, soll ich suchen? Südlich von hier sind eine Akademie und ein Wachturm. Dort solltet ihr fündig werden. Zudem gibt es ein Hospital im Osten, das ihr besuchen solltet. Ich beginne sofort. So voller Tatendrang. Ihr habt euch verändert. Zum Besseren möchte ich hinzufügen. Okay. Wir kümmern uns also um unser letztes Ziel in Damaskus. Daran merkst du eigentlich, dass wir uns schon bald auch dem Ende des Spiels nähern. Des Spiels. Ja, Genitiv nicht vergessen. Das heißt, wir haben nur noch das Bürgerviertel vor uns. Hier ist es ja das Bürgerviertel. Bei der anderen Stadt war es ja das Armenviertel dann. SFC? Hallo? SFC? Hallo? What the fuck? Wo ist mein Gast hin? Hier ist er. Wo warst du? Ich musste noch kurz was umstecken. That's what she said. So, da hinten haben wir auf jeden Fall wieder einen Synchronisierpunkt. Aber jetzt dürfte ja vielleicht das Rauschen etwas geringer sein. Nö, ist eigentlich ungefähr gleichbleibend, aber das Rauschen war auch generell nicht mehr zu hören, deswegen das hättest du gar nicht machen müssen. Ja, dann liegt es vielleicht am Internet. Weil wenn man eine schwache Leitung hat, dann fängt es auch an zu rauschen. Aber manche kennen den Internet, manche kennen ihn nicht. Ja! Wie ich zwei von denen einfach mal nur erstochen habe. Standard! Was war das denn eben? Der hat ihm einfach von uns gegen das Kind geschlagen und dann gewartet, bis er umfällt. Ja genau, sauber dann gute Hute. Oder so. Wie ich eigentlich nur die Bürgerin hier retten wollte wieder. Und nach. Jetzt fallen sie aber hier wie die Fliegen. Oder so. Halb richtig auf die Fresse. Ja, Kem, schlag mich. Schlag mich wie sich das hier hört. Ich danke euch. Die bleibt so ruhig sehen und die alle anderen. What the fuck? Okay. Das Geile ist, der eine sagt dann, wer war das? Ich weiß, dass du hier bist und guckt mich dabei an. Aber fragt erst auch, wer war das? Es ist ja nicht immer offensichtlich, ne? Ja. Ach, so schön die Rectal-Effekte. Ich habe mich gar nicht erkundigt eigentlich, obwohl es jetzt ein bisschen spät wäre, aber Übertragung ist flüssig, oder? Jo, die ist soweit top. Okay. Wie das Best gesagt hat bei Sleeping Dogs, oh ja, jetzt könnte man meinen, das wäre Minecraft. Da hatte der wohl ein voll schlechtes Internet. In seinem ehemaligen Ostzonenbunker da. Aber allgemein mal, Props an Itzo und Pesh, die machen das, die Sessions sind immer super lustig, ey. Ja, aber ich hab da immer wieder ordentlich was zu tun mit Zensur, aber bei dir mittlerweile auch. Na, ich muss mich ja auch mal anpassen. Ja.
Die kam zwar noch nicht online, aber bis das hier online ist, also ich glaube, bis das hier hochgeladen ist, dürfte Rayman entweder schon durch sein oder in den letzten Zügen liegen. No. Na, weil das war ja jetzt auch nicht mehr viel dann, was danach noch kam. Das stimmt. So, arbeiten wir uns also wieder ab mit den einzelnen Aktivitäten. Erst einmal gibt es insgesamt noch 6 weitere Synchronisierpunkte zu finden. Und dann gucken wir mal, was da noch an Nebenmissionen nebenher freigeschaltet wird, wie der Bürger retten. Zu viele. Also in Damaskus, Damaskus hat wieder ganz schön hohe Türme. In Arkon gab es viele Alter, wie die hier mit Steinen nach mir schmeißen, gibt's ja nicht. Da ja auch steinig so die. Ja. Und oder wie bei SFC heißt es, wer im Schlachthaus sitzt, werfe mit Schweinen. Ich muss mich ja auch von irgendwas ernähren, ne? Ja! Schon wieder? Das steht schon wieder da rum, ey. Oh, scheiße. Genau, und jetzt hat es sich umgedreht. Lass die nicht entkommen! Der ruft dann noch, lass die nicht entkommen, ja! Also ich werde immer noch verfolgt. Warte mal, wo bin ich denn? Hier, machen wir mal hier. Bürger, Informant, Bürger und dann Taschendiebstahl. Nein, geht weg. Nee, ich mag euch nicht mehr. Geht. Wie sind wir alle zuhauf hinterherrennen. Ach scheiße. Bürgermissionen kann ich nicht machen, weil die ist jetzt weggerannt durch die. Da muss ich jetzt warten, bis das irgendwie irgendwo resettet wird. Geht mal weg. Das sind mir viel zu viele, um die alle platt zu machen. Deswegen hau ich jetzt einfach nur ab. Oh, bin ich jetzt aus der Stadt rausgerannt? Abbrechen! Abbrechen! Nein! 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 Scheiße! Ey! Guck dir das an! SSC? Hallo? Ja. Scheiße, ich bin versehentlich rausgerannt und lande jetzt in Arkon! Was hast du denn da gemacht, ey? Ich konnte nicht rausdrücken! Ja, scheiße! Oh, nein! Du machst Sache mir jung, du! Das kostet jetzt wieder Zeit, weil jetzt, wenn ich dann in Arkon bin, laufe ich jetzt wieder raus, dass ich wieder in Damaskus rauskomme. Ich wollte gar nicht die Stadt verlassen, ich wollte nur vor den Babsäcken wegrennen! Scheiße! Und so kommt das eine zum anderen. Ja. Und das Pferd zum Schlachthaus. Oder wie hast du gesagt? Ja, man sieht, dass die ersten Folgen in 2014 entstanden sind mit den ganzen Lasagnenwitzen, ne? Ja. Scheiße, ey. Scheiße, die Tarnung ist aufgeflogen. So, jetzt darf ich wieder Damaskus wählen. Dass man da nicht wählen kann, abbrechen, ja? Ja, das Pferd ist wieder. Oder wie Pesch sagen würde, warum bin ich hier fett? Leck mir um Mosch, hey. Warum bin ich hier fett? Das ist so ein Rumgedrolle hier wieder. Das gibt's ja gar nicht. Herrlich. Also wenn ich herrlich sein soll, bin ich ehrlich, wa? Guck mal, wie der schon da steht, so auffordern hier. Muckst du? Muckst du? Zur gleichen Stelle oder was? Ja, guck. Warte, das wollte ich dir mal zeigen. Pass auf. Schau. Schnupfer direkt am Pferdearsch. Pass auf, schau die Alter hier an. Muckst du? Ja, Hauptsache erstmal das Pferd schlagen, ja. Scheiße, das finde ich jetzt echt Mist, dass ich da rausgeglitscht bin, ne? Guck dir mal an, jetzt habe ich wieder so einen Weg hier. Mit Domestos WC Blitz wäre das nicht passiert. Kaufen Sie es jetzt für nur 35,93. Plus Versandkosten. Genau.
immer dasselbe wieder. Ja, was springt der? Was macht der denn? Ja, ich muss dich zurücklassen. Leider ja. Nicht. Guck mal, wie die alle wegrennen. Ich mach, schalt mal auf Action an sich. Das sieht auch geil aus. Guck doch mal. Wie die Lemminge. Vor allem, wie er auch rennt. Das ja, auch die haben. Guck mal, die schmeißen alle die Masen weg. Obwohl ich nur in der Nähe bin. Oh. Mensch, kann der nicht mal gerade laufen hier? Ist ja unglaublich. Hier, die Partisanen da, die helfen mir jetzt so. Die Partisanen? Normalerweise wäre ich eigentlich jetzt von Dach zu Dach gerannt, aber ich weiß auch nicht. Ich laufe die ganze Zeit am Boden rum. Gehen wir mal hoch. Du kannst nicht davonlaufen. Und hopp. Geht doch. Hüp. Das ist doch viel besser. Von Dach zu Dach. Geht auch schneller. So, ich glaube schon wieder diese eine Stelle von Chris 3 im Kopf. Oder erzählt hat es hier Asterix und Obelix und so. Asterix, wer ist das? Ein Fußballspieler. Ja, ja. Nee, Asterix und Obelix haben so eine. Ja, genau, stimmt, ob das Fußballspiel ist. Und dann die Frage hier, wer ist Hulk? Ich kenne den nur als Fußballspieler, ne? So war das doch. Alter! Pack zu, Alter, hier. That's what she said. That's what she said, genau. Das muss ich mal sagen. Mein allererstes Let's Play-Video, was ich ja je geschaut habe, war von Sugar Code Rider, war aus dem Part von Super Mario Sunshine. Erstes Zitat, get in the hole. Well, that's what she said. Wenn er schon so die Let's Play-Karriere beginnt, ne? Das sind schon mal gute Voraussetzungen. Weißt du, da fällt mir gerade was ein. Weißt du, schon wieder nebendran. Weißt du eigentlich noch, wie du auf meinen Kanal gestoßen bist? Das war damals durch das Crash Transcendency Let's Play von Steve Williams. Ah, ja, ja, ich erinnere mich. Ich habe mich damals jetzt beim Schauen so Schrott gelacht, ey. Der kriegt ja heutzutage noch Hater-Kommentare darunter, das ist auch so lustig. What? Ja, meinetwegen. Haben die es mittlerweile immer noch nicht begriffen? Und dann auch so, oh, bin ich froh, dass der weg ist oder so, dann auch so, wer ist, das Geile war, unter dem einen Best of über meinen Super Mario Sunshine. Ja, LP, schrieb doch tatsächlich einer, was ist das für ein Akzent, was dieses Mädchen hat? Der hat gedacht, ich wäre irgendwie Franzose oder sowas und Tussi. What the fuck? Auf jeden Fall irgendwie der erste Part mit dir, da stand der denn drunter. Der ist ja noch schlimmer als der davor, was soll denn das? Und ich denke, alter Schwede, ey, habt ihr alle nur einen Stock im Arsch oder was? Ja. Ja, die schmeißen die Vasen hin und die Wachen kommen. Was ist denn jetzt los? Vandalismus. Alter, ey, was machst du denn? Ich wollte abhauen nach da oben und dann lässt er sich fallen, dieser Trottel. Suizid ist die Antwort. Das war aber immer eine sehr homoerotische Stimme, gell? Was willst du? Geh weg! Geh weg! Wo kommt denn der jetzt her? Au! Hau doch mal ab! Hau doch mal ab! Scheiße, ey! Guck dir das an! Ich wollte eigentlich nur abhauen vor den Hansels, weil da gab es einen Synchronisierpunkt. Nein! Pack zu! Merk gleich die Steine hier. Diese Schweine schmeißen Steine. Schade, diesmal steht ja niemand drauf. Nein! Alter! Komm schon! Ja, hüpf! Ja, was ich mich holy shit, war das knapp, ey! Ja? Wurde mal beim Transcendency Let's Play irgendwie erzählt, hast du von
einem englischen Super Mario 64 Part, wo du denn am Schluss nur noch mit Ausdruck um dich geworfen hast. Ich habe den bisher noch überhaupt nicht gesehen, weil ich nicht wusste, welcher Part das war. Gibt's ja auch... Warte mal, nee, ich habe doch die Sachen aus dem, vom deutschen Kanal runtergenommen und auf den englischen hochgeladen. Irgendwo müsste der da sein. Ah ja, stimmt. Früher hast du ja auf dem Kanal quasi beides gemacht. Genau, aber das wäre zu unübersichtlich geworden auf Dauer. Was zum Teufel? Guck doch mal bitte hier links, da der Menschensalat, der da liegt. Das waren die Typen, die mir eben noch alle hinterhergerannt sind. What the fuck is going on? Sind die alle runtergefallen oder was? Ja, irgendwie scheinbar. Vater, dein Genick auch ein Haufen Menschen, ist halt. Vater, dein Genick ist verdreht, gell? So, jetzt wollen wir mal gucken, wo diese Belauschmission hier stattfindet. Badisch. Die lassen wieder alles fallen hier, diese Dappert-Leute. Die ist irgendwo da im Inneren von diesem Hof. Ich guck jetzt mal, wie ich da hinkomme. Und die denken sich halt auch immer, scheiße, der Protagonist. Irgendwas müssen wir jetzt machen. Ja. Oh ey, wenn ich mir die alten Videos angucke, ey. Wie die Zeit vergeht, jetzt auch schon 6 Jahre, gell? Ja. Wenn man nichts zu tun hat. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nicht Geld für mich. Verzieh dich, Bettlerin. So, wo sind die Typen, die ich... Ach, da sind die, die ich blauschen soll. Nein, geht nicht. Ich möchte ihn sehen. Ich möchte ihn hören. Das kann ich veranlassen. Aber wir müssen vorsichtig sein. Es gibt immer noch viele, die sich der Erleuchtung verweigern. Sie könnten ihm schaden. Dann sind sie ignorant und ängstlich. Ihr scheint es ernst zu meinen. Aber kann ich euch wirklich trauen? Es schmerzt mich, dass sie mir diese Frage stellt. Nun gut. Wir versammeln uns jeden Tag in der Madrasa. Er spricht zu uns und führt uns in die Stadt, auf das wir sie reinigen. Kann ich mich anschließen? Bedenkt, dass wir einen steinigen Weg beschreiten. Unsere Arbeit erfordert Opfer. Ich verstehe. Dann kommt und trefft euch mit uns. Wir werden sehen, wie stark ihr seid. Okay. Das war natürlich alles andere etwas als subtil, wie wir da vorgegangen sind. Dass wir uns mit den mit Wachmännern da rumschlagen und auch den Informanten. Aber wie dem auch sei, wir kommen auch wieder hier unserem nächsten DNA-Sequenzziel näher. Obwohl ich da diesen Fail hatte und aus der Stadt rausgeritten bin. Naja, kann man nichts machen. Auf jeden Fall geht es bei der nächsten Folge gleich wieder weiter. Wenn ihr solche Open-World-Action mögt, schaut auf jeden Fall bei Arkham Knight und Mortal Schatten rein. Oder auf dem Engel-Kanal bei Hitman Absolution und Arkham Asylum. Ansonsten freut euch auf die nächste Folge. Vergesst nicht, bitte Kommentar zu lassen. Freut euch drauf und ich bin hier raus. Peace out!